Hallo, ich zeige heute, wie man in ConstruCam eine einfache Kontur nachfährt, zum Beispiel für eine Klebebahn, und wie man diese Bahn dann noch bearbeitet, damit beide Relais am gewünschten Punkt einschalten, wenn WinPCNC als Steuerung mit unserer Servo-3-Steuerung von der HZ-Maschinenserie angesteuert wird. Zuerst habe ich mir schon eine CAD-Datei erstellt, eine DXF-Datei, die importiere ich hier. Beziehungsweise ich fange von vorne an, neues Dokument. CAD. Hallo, ich zeige heute, wie man in ConstruCam eine Bahn erstellt, die man zum Beispiel dann für einen Kleberauftrag oder für das Dosieren verwenden kann. Nachher wird die Datei noch etwas editiert, um die Relais, die Ausgänge an der Steuerung für zum Beispiel Spindel, Signal und Kühlung genau dort einschalten zu können, wo man das will. So startet ConstruCam. Ich sage hier eine neue Grafik beginnen. Hier sehen Sie, ich habe schon die richtigen Grenzen eingestellt. Das heißt, meine Bahn passt genau hier rein. Das habe ich im CAD-System vorher vermessen, weil ich möchte dann den Startpunkt hier unten in der Mitte beginnen. Das ist bei meinem Objekt gerade gut. Man könnte auch hier einen beliebigen Nullpunkt einfügen. Hier müsste man dieses Kästchen außerhalb wählen. Dann können Sie sich den Startpunkt, der beim Dosieren sehr wichtig ist, hier mit dem Nullpunkt verschieben. Da tun Sie sich dann bei der Steueransteuerung mit WinPCNC leichter. Ich bleibe hier, meine genauen Grenzen sind eingestellt. Klicke auf das Häkchen. Im Hintergrund meine Zeichenfläche. Jetzt importiere ich mir meine schon vorbereitete Bahn als DXF. Hier schon als Klebebogen bezeichnet. Ich werde von ConstruCam gefragt, Vektordaten zu Konturen verbinden, weil meine zum Beispiel noch gestückelte Radien und Strecken sind. Ich sage ja. Layernamen in Werkzeugbibliothek übernehmen. Das heißt, habe ich im CAD schon einen Layernamen angegeben, würde ConstruCam mir den übernehmen. Ich sage mal ja. Hier habe ich meine zwei Bahnen. Ich sehe schon, die sind braun eingefärbt. Das heißt, hier oben sehe ich den Layer. Ich sehe hier auch Layer 1 Klebebahnen. Das heißt, mit Klick darauf wechsle ich und Layer 1 ist aktiv. Geht auch hier auf der linken Layer-Seite. Jetzt sind meine Bahnen nicht genau auf meinem Arbeitsbereich importiert worden. Kein Problem. Ich gehe hier auf Layout. Grenzen und sag Grafik zentrieren. Und jetzt sieht man, es passt genau rein. Meine Größe war gut eingestellt. Und wenn ich reinzoome, sieht man, hier habe ich in der CAD-Datei bereits kleine Anfahrtswege mitgezeichnet. Das heißt, die Kontur ist nicht geschlossen und dort, wo ich sie geöffnet ließ, dort wird dann der Startpunkt von ConstruCam gewählt. Dazu aktiviere ich das CAM-Modul und hier gibt es die Option oder den Button Grafik zu Fräsweg. Das heißt, hier brauche ich keine Radienkorrektur wie bei einem Fräser, sondern hier will ich direkt auf diesen Linien fahren. Klicke ich hier an, wähle mir hier ein Werkzeug, bei mir ist schon eingestellt, die Klebedüse. Habe ich irgendwelche Werte angegeben? Winkel, Radius ist nicht wichtig, wir fahren ja auf der Linie. Wichtig ist die Eintauchtiefe, das heißt, wie viel möchte ich mich dann mit der Z-Achse zu meinem Objekt nähern. Und Flughöhe ist der Sicherheitsabstand bei Leerwegen, den kann ich noch einstellen auf 3 mm, damit wir hier auf der sicheren Seite sind.
Arbeitsvorschub ist noch wichtig und der Eintauchvorschub. Das heißt, wie schnell fährt die Fräsmaschine oder die gesteuerte Maschine und hier, wie schnell taucht die Maschine in der Z-Achse ein oder in dem Fall die Düse runter. Spindeldrehzahl ist nicht wichtig. Ich schreibe hier einen Wert rein. Manche Steuerprogramme brauchen was, um zu starten oder auf Frequenzumrichter. Wechselstation wäre noch die Nummer von den Werkzeugen, wenn ich die Bahnen in verschiedenen Werkzeugen abgearbeitet haben will. Oder aus verschiedenen Nummern. Bestätige ich hier, das heißt mein Werkzeug, dann wichtig der Ziellayer, wohin will ich die Fräsdaten ausgeben lassen, auf welche Ebene, fertig, Häkchen. Und jetzt kann ich mir den Layer 10 aktiv machen, hier habe ich die Bahnen dann drinnen. Die kann ich mir hier ansehen in der Normprojektion, kann das auch noch drehen. Hier sieht man, leider etwas schlecht mit der gelben Farbe, hier taucht die Maschine sozusagen in Z ab, fährt die Runde. Escape, ich kann mir auch ein Volumenmodell anzeigen lassen, auch hier den Ansichtswinkel wieder verändern, um es besser darstellen zu können. Und auch hier sieht man, hier sind die kleinen Ein-Auswege und die Bahnen. Wenn ich das gemacht habe, starte ich WimpyCNC, denn jetzt übergebe ich direkt hier oben mit dem Button Direct Mill Auto. Wichtig, WimpyCNC muss dazu schon gestartet sein, sonst kann es sein, dass die Daten nicht rechtzeitig übergeben werden. Klicke hier drauf, den Layer, den ich übergeben will, also in meinem Fall der rosane mit der Nummer 10, hier sind meine Fräs- oder Fahrdaten drinnen, den übergebe ich. Wo nichts drinnen steht, wird nichts übergeben. Hier meine Zeichnung selber will ich nicht übergeben, deswegen deaktiviere ich die. Dann klicke ich auf Export und wenn ich WimpyCNC öffne, sieht man hier schon, die Bahn, hier unten dann Nullpunkt, das heißt ich kann dann in meinem Fall kann ich genau an diese Position hinfahren, den Nullpunkt speichern und es wird an diesen Punkten, die man hier sieht, kann man auch noch vergrößern, hier wird mit der Klebebahn begonnen und auf der anderen Seite wieder ausgefahren. So. Hier sieht man, das ist der Code, der gerade generiert wurde. Der passt mir noch nicht ganz, da Spindel an etwas zu früh kommt. Das heißt, der Kleber würde schon in der Mitte von der Platte bzw. schon beim Start anfangen zu rinnen. Das möchte ich verändern. Das geht nicht direkt aus dem Editor. Diese Funktion ist leider herausgenommen worden. Kein Problem. Im Verzeichnis von WimpyCNC, von der Installation, die sehen Sie auch gleich eingeblendet, finden Sie die Datei wimpycnc.tmp, das heißt eine temporäre Datei. Das ist diese gerade erstellte Fahr- oder Fräsdatei und hier möchte ich den Zeitpunkt, wann mein Relais oder meine Spindel aktiviert ist, etwas umstellen. Hier S1000 ist die Umdrehung und M3 ist der Befehl für Spindel starten. Den schneide ich da aus mit Steuerung X und füge diesen hier nach meiner Zeile mit Z-5 ein. Das heißt, nachdem die Maschine in Z die definierten 5 mm runtergefahren ist, wird meine Spindel aufgedreht, das heißt mein Kleber dosiert. Möchte ich das zweite Relais auch ansteuern, dann wäre das der Befehl M07, das interpretiert die Steuerung WimpyCNC als Kühlung an. Dann schaue ich noch bis zum Schluss, hier finde ich den Befehl M5 bzw. auch M9. Das passt. Das eine ist Spindel aus und das andere Kühlmittel aus.
Wenn ich das noch verschieben will, suche ich nach einem zweiten Z-Befehl. Das wäre hier der letzte Z10 und dann fährt die Maschine wieder an die Nullpunkte. Das heißt, hier möchte ich zuvor abdrehen, das ist auch schon richtig reingeschrieben. Ich überspeichere diese Datei. Und wenn ich WinBCNC anklicke, wird es automatisch neu geladen. Wenn ich diese Datei direkt aus dem CNC-Code wieder öffnen möchte, dann speichere ich diese einfach speichern unter einem ganz anderen Dateinamen, zum Beispiel Klebebahn und gebe noch die Dateiendung NC, damit ich auch weiß, es handelt sich um eine CNC, eine G-Code-Datei speichern und ich kann es jetzt direkt auch aus WinPCNC öffnen, ohne ConstoCam zu benötigen. Ich mache meinen Editor zu. Hier wurde das bereits neu geladen. Ich kontrolliere es noch einmal. Wo haben wir den ersten Z-Befehl? Hier minus 5 und hier schalte ich Spindel und Kühlung ein. Das läuft dann in meinem Fall durch. Will ich es irgendwo dazwischen stoppen lassen, müsste ich den Code zum Beispiel in einem Simulator mir genauer ansehen. In meinem Fall relativ simpel. Wenn alles fertig ist, hier wechselt der eine Kontur zum anderen Anfahrtsweg und in meinem Fall stört mich hier der Kleber nicht. Sonst müsste ich das einfach in ConstoCam auf zwei Ebenen trennen, was in einem anderen Tutorial zu sehen ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Bearbeiten.